guten Morgen. Ja, ein schöner Blick auf Rothenburg. Ja, da soll ich gleich hoch. Also melde ich mich nochmal heute Morgen aus dem Tal, bevor ich den Anstieg angehe. Ja, ein toller Blick heute Morgen. Ein tolles Wetter. Echt super. Und die Nacht war echt super auf dem Campingplatz. Also für 12 Euro kann man echt nicht meckern. Sanitäranlagen, alles in Ordnung, alles ruhig. Ja, bis auf die Kirche, die hat so ein bisschen natürlich ihre Uhrwerk. Das hat er immer gegongt. Zur vollen Stunde und Viertelstunde immer so ein, aber naja, man hat da geschlafen und dann hat man das auch nicht mehr gehört. Ja, trotzdem war alles super. Ich bin super erholt, habe sehr viel geschlafen, muss ich sagen. Also sehr ungewöhnlich. Eigentlich wache ich sonst eigentlich auch immer bei Geräuschen auf, aber das war nur ein, zwei Mal zwischendurch und dann bin ich auch sofort wieder eingeschlafen. Also das war echt top. Ja, und wo geht's heute längs? Das habe ich mir vorgenommen. Ja, heute eigentlich gar nicht so viel. Also erstmal hier hoch nach Rothenburg. Da endet auch dieser Radweg, liebliches Taubetal. Aber da startet gleich der nächste, der Altmühltalradweg. Ja, dann geht es den erstmal entlang. Ich wollte so ungefähr gar nicht mal so weit bis zum Altmühlsee fahren. Da gibt es einen schönen Campingplatz. Das sind nur 85 Kilometer. Ja, ist heute auch Sonntag, da kann man es ja ruhig angehen lassen. Ja, dann versuche ich da unten zu kommen, falls nicht. Ja, dann geht's halt weiter. Ja, und das Wetter echt top, echt leicht frisch, 12, 13 Grad, aber noch keine einstelligen Temperaturen, ist alles top. Das Zelt war leicht feucht von draußen und von drin. So ein Kondenswasser habe ich erstmal abgetrocknet. Das Handtuch habe ich erstmal hier draußen vorgeschnallt. Dann kann das erstmal ein bisschen trocknen. Vielleicht muss ich das Zelt auch noch mal ein bisschen ausbreiten bei einer Pause. Ja, und also. Ich bin fit, ich habe Lust, ich hoffe ihr auch. Ich glaube, es wird schöne Bilder geben bei diesem tollen Wetter. Ja, also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Sehr toll, sehr schön anzusehen. Das war also jetzt der Tauberradweg. Ja, die letzte Strecke hoch, die ging ja noch. Ich fand das gar nicht so schlimm. 6 bis 8%. Völlig normal. Ja, das war der Tauberradweg. Also mal sehen, wann ich das erste Schild sehe vom Altmühlradweg. Ja, hier könnte man echt stundenlang bleiben. Aber ich will auch wieder weiter. Rothenburg ob der Tauber bin ich jetzt durch. Eine tolle Innenstadt. Echt klasse. Aber diese Autos, das
die nicht total verbannt aus so einer tollen Innenstadt. Die sind irgendwie nur am Nerven. Also das ist echt nicht schön. Okay, jetzt geht's aber weiter. Man sieht leider schon den Berg da hinten. Da muss ich rüber. Ja, und ich fahre auch gleich unter der A7 durch. Da bin ich ja schon so oft längs gefahren. Na, Richtung Süden, Richtung Schweiz, Richtung Österreich. Ja, man ist hier nie angehalten. Das ist echt schön. Muss man echt mal gesehen haben. Echt super. Ja, und naja, dann muss ich erstmal da runter und dann geht's über den Berg wieder. Das war jetzt mal sehr schön. 13-14%. Aber man es scheint, hier oben im Ort ist man oben, hoffe ich zumindest. Das war der erste richtig heftige Berg auf dieser Tour. Aber ich bin wieder nicht abgestiegen. Ja, geht's jetzt mal weiter. Durchgeschwitzt wie Sau jetzt. Muss jetzt mal wieder trocknen. Jetzt bin ich ein gutes Stück weiter gefahren, durch Wald, ruhige Landstraßen jetzt. Ja, ich bin auch auf der europäischen Wasserscheide, da geht es Richtung Rhein und Nordsee. Da geht es dann runter Richtung Schwarzes Meer über die Donau. Und da oben bin ich gekommen und zum Glück nicht von da, musste steil hochkommen. Aber jetzt geht es hier erstmal wieder bergab, ja, immer weiter. War Topwetter, aber noch ein bisschen frisch, aber ich werde jetzt die Arm- und Beinlänge ausziehen. Hier ist also der Weiher, wo der Ursprung ist, der Altmühl. Boah, die eigentliche Quelle ist irgendwo da oben, aber so führt der Radweg dann auch nicht. Ja, ich mache jetzt hier noch mein zweites Frühstück. Ja, hänge hier alles raus zum Trocknen, das Handtuch noch mal schön ausbreiten und hier am Wall der Straße richtig schön in die Sonne gelegt. Alles was trocknen soll, das geht bestimmt ratzfatz gleich. Oh, passt doch, schönes Plätzchen hier zum nochmal Frühstücken. Oh, und dann geht's weiter, jetzt mehrere Tage an der Altmühl.
Es ist alles schön trocken geworden, alles gut verpackt wieder. Ach, super, jetzt verschwindet auch die Sonne wieder so ein bisschen, war perfekt. Ja, gut was gegessen jetzt wieder und jetzt geht es weiter hier durch die Landschaft. Ja, ich habe noch nicht viele Kilometer geschafft, 22 Kilometer in 3 Stunden. Ja, das ist ganz schön schwach. Also, jetzt muss ich mal ein paar Kilometer machen jetzt. Bin ich jetzt an so einer alten, mächtigen Eiche. Die kennt man vielleicht ja noch aus dem Video von Rainer Daumburg, als er hier war mit seinen Kindern. Ja, jetzt bin ich auch hier. Und man ist gerade jetzt ein bisschen höher gefahren, hat eine tolle Aussicht. Und gleich kommt, weiß ich nicht, eine kleine Stadt oder so, Kollenberg, ist nicht mehr weit. Ja, und ich muss hier den Helm anbehalten, denn hier fallen langsam die Eicheln runter. Da war man ganz schnell durch Kollenberg. War aber schön gelegen hier wieder. Schöne Burg da drüber, sieht echt toll aus. Ja, warum man hier oben längs gefahren ist, keine Ahnung. Gibt es da sicherlich auch da unten einen Weg. Aber da wollen wir unbedingt, dass man da durchkommt. Ja, aber schön anzusehen von hier. So, und jetzt geht's weiter Richtung Leutershausen, glaube ich, war angeschlagen. Leutershausen passiert. So, die Kilometer laufen jetzt und ja, was soll man sagen, viele Höhenmeter gibt es hier nicht. Es geht immer ein bisschen bergauf und bergab, aber die Alten mir heute kein großes Gefälle. Die sieht fast aus, ob die hier steht und überhaupt nicht fließt. Ja, auf ihre 225 Kilometer fällt sie nur 180 Meter ab, also sind da einige Kilometer bei, wo es unter 1 Meter ist. Also ist da nicht viel los mit. Ja, aber schön ist es. Auch wenn hier, ja, es ist ziemlich frei meistens immer durch die Felder, aber ist trotzdem schön. Thank you.
Ich bin jetzt hier in Herrieden. Schöner Marktplatz wieder. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Hunger. Aber heute kehre ich mal nicht ein. Esse ich erstmal ein paar Snacks hier. Vielleicht mache ich heute Abend was oder gehe heute Abend essen. Werde ich sehen. Gunzenhausen, da ist ja der Campingplatz. Sind noch 29 Kilometer, steht hier. Ja, also auch nicht mehr so weit. Kann ich ganz gemütlich angehen, wenn ich da was kriege. Mal sehen. Aber ich habe jetzt erstmal ein bisschen Hunger. Ja, schön, wenn hier im Ländle so ein bisschen noch was blüht, hier auf dem Feld, alles voll mit Herbstzeitlosen, ja, sehen fast aus wie Krokusse im Frühjahr, aber es sind keine, oh, sieht auch toll aus mit diesen Herbstzeitlosen. Es gibt gar nicht so viel zu berichten. Sieht irgendwie im Moment alles gleich aus. Weites Land. Man zieht von Dorf zu Dorf. Aber trotzdem, will jetzt nicht meckern, ist trotzdem schön. Aber spektakulär ist es zurzeit überhaupt nicht. Nur ein paar Kirchen, die vielleicht mal ein bisschen hübscher aussehen. Aber die Altmühl habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich würde sagen, da sind schon Ausläufer von diesem Altmühlsee. Sieht ganz danach aus. Ja, da kommt das offene Wasser, das ist der See, da ist er. Ja, sehr schön hier, aber auch voll. Aber ich habe jetzt irgendwie beschlossen, ich fahre noch weiter, es läuft so gut und es ist so schön flach und macht einfach Spaß. Hier ist zwar der schöne Campingplatz, aber es gibt in Treuchtling auch noch eine Zeltwiese, 25 Kilometer weiter, aber die nehme ich noch mit, das ist erst 16 Uhr, das ist eigentlich noch viel zu früh, um zu halten. Also mache ich noch ein Stück. Moment. Und dafür habe ich gerade eben hier auch Mittag gegessen. Dann brauche ich da nichts mehr kochen. Andere können halt besser kochen als ich. War aber auch sehr lecker. Was landestypisches, Kässpätzle gab's. Und ein Radler. Das passte.
Hier ist leider eine Umleitung, da kommt man nicht so richtig durch Gunzenhausen. Naja, soll nicht sein. Am See, da war es so voll und hier absolute tote Hose, nichts mehr los. So ist das denn doch ein Anziehungspunkt, so ein See. Eine sehr eintönige Strecke hier, aber jetzt rücken mal die Berge bzw. Hügel ein bisschen näher zur Strecke, dann wird es ein bisschen interessanter. Feuchtlingen erreicht. So, jetzt muss ich nur diese Zeltwiese finden, aber ich glaube, die ist auf der anderen Seite der Stadt. Na, da werde ich die mal suchen. Ist ja gut angekommen, hat super geklappt. Echt nur 8 Euro hier die Zeltwiese. Ist zwar direkt auch am Klärwerk, aber man riecht es nicht. Und Rummel ist auch noch heute, da könnte man auch noch hin. Ja, in Corona-Zeiten ist doch noch einiges möglich. Ja, aber naja, der Tag heute war ja echt super. Strecke war eigentlich ziemlich einfach, bis auf den ersten Teil natürlich. Für die ersten 20 Kilometer, 2,5 Stunden. Okay. Ich habe mir auch ziemlich Zeit gelassen, die Berge dort. Und Rothenburg war ja echt klasse. Aber ich will jetzt noch kein Fazit ziehen. Ich werde erstmal Zelt aufbauen. Hier gibt es auch Dusche, Toiletten, alles da. Ja, dann mache ich mich erstmal frisch und baue erstmal jetzt gleich das Zelt auf. So, geduscht bin ich. Ja, echt schön, dass es hier dieses Angebot gibt. Es sind hier so Container aufgestellt worden. So, echt gut gelaufen da. Es ist doch schön, eine warme Dusche jetzt zu haben. So, tolles Angebot hier. Und das alles für 8 Euro. Ein Kiosk gibt es hier nicht, aber eine Tankstelle wäre jetzt auch noch irgendwo da, hier auf dem Sonntag. Und morgen früh wäre da sogar gleich ein Lidl hier vorne. Bäcker, alles wäre hier. Also alles in Ordnung. Ja. Mein Zeltplatz direkt am Wasser an der Altmühl. Ja, echt klasse. Tolles Plätzchen hier. Ich hoffe, die Nacht verläuft ruhig. Ja, eine Eisenbahnstrecke läuft hier auch noch
habe ich gesehen oder gehört, eher gesagt. Und der Rummel wird aber irgendwann bald aufhören. Der wird ja nicht ewig dauern. Ja, aber heutiger Tag war echt toll. Wetter hat mitgespielt. Ja, der Weg, ja, große Highlights waren er nicht. Bis natürlich auf dem Anfang. Da war echt klasse. Rotenburg ob der Tauber, echt ganz, ganz toll. Ja, und naja, zwischendurch war es ja doch sehr ländlich. Nicht die besten Highlights, bis natürlich der Altmühlsee, das ist dann wieder was. Ja, ein paar Städte sehen ja auch ganz gut nett aus. Also, es ist nicht ganz langweilig, aber jetzt das Stück, zum Beispiel jetzt vom See, Altmühlsee bis hierher, diese 26 Kilometer bis nach Treuchtlingen, da war eigentlich nicht viel. Das ging eigentlich nicht durch die Dörfer, eigentlich nur durch die Felder. War natürlich sehr leicht zu fahren dadurch. Ich hatte auch noch Rückenwind, also hat echt super geklappt, eigentlich der ganze Weg. Viele Höhenmeter sind da nicht zusammengekommen. Heute wieder 115 Kilometer, 400 Höhenmeter, gestern waren es 600, also heute ging es echt um die meisten habe ich gleich am Anfang gemacht. Ja, ein echt einfacher Weg, würde ich sagen. Gut zu fahren, kann man auch wieder empfehlen. Also der Weg war sehr abwechslungsreich, denn war ja auch mal Waldabschnitte, mal doch mal dazwischen, denn na, das war mehr am Anfang. Oder auch mal ein bisschen Gravel, ein bisschen Schotter. Aber das meiste war dann doch auf Asphalt. Viel auch auf Landstraßen, aber die sind hier so wenig befahren, dass das auch wieder nicht stört. Also war alles im Allen echt klasse. Ja. Und wie geht's morgen weiter? Ja, natürlich werde ich dem Altmühl weiter folgen. Ja, aber bis zur Mündung noch nicht. Das glaube ich mache ich nicht, aber habe ich heute auch nicht gedacht, dass ich hier lande. Aber ich glaube, so weit ist es nicht. Das sind noch 120, 130 Kilometer. Bis zur Mündung, das will ich nicht morgen machen. So durchballern will ich denn auch nicht, weil jetzt kommt nämlich der richtig schöne Teil. Das Tal wird enger, ein paar Felsen, mehr alte Orte, Eichstätt, ach, kann ich gar nicht alle aufzählen. Möchte ich mir morgen dann gut angucken. Ja, und das Wetter hat heute mitgespielt, war nicht ganz so warm, 16 Grad ging. Und ja, und morgen soll es eigentlich ziemlich sonnig werden. Dadurch klart das noch auf in der Nacht. Es wird einstellige Temperaturen geben. Ja, mal sehen, wie das morgen ist. Ich hoffe ja nicht. Und wie feucht das Zelt geworden ist von Tau. Ja, aber dann werde ich das morgen wieder irgendwann zwischendurch trocknen. Ja, also ich bin begeistert immer noch von diesem ganzen Weg. Ja, auch wenn es heute ein bisschen flachländiger war. Aber es hat Spaß gebracht, hat bestimmt tolle Bilder gegeben. Also ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal dabei. Und danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin Moin, oder wie es hier heißt. Servus.